Ich habe jetzt die Lösung gefunden. Falls ich mal Haare am Rücken bekommen sollte, dann weiß ich, wie ich sie entferne. Ihr fragt mich immer wieder nach Tipps, wenn es um meine Haare, Fingernägel oder einfach reine Haut geht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen darüber, beziehungsweise noch besser, ich zeige es euch heute mal. Bei mir muss eigentlich alles, was ich mache, vor allem effizient sein und vor allem lange halten. Viele, die zumindest mir auf Snapchat folgen und Instagram folgen, wissen, dass ich tatsächlich immer in ein Studio renne quasi. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage sie mal, ob sie nicht Lust hätten, mit mir gemeinsam ja so eine Routine quasi aufzuzeigen, damit ihr wirklich nachvollziehen könnt, was ich da wirklich mache, beziehungsweise was das alles bringt. Und dieser Laden heißt La Mano, den gibt es zweimal in München. Und das erste, was ich da ausprobiert habe, beziehungsweise auch gerne mache, und das muss man gar nicht oft im Jahr machen, ist eine Hydrofacial-Behandlung. Was ist Hydrofacial, fragt sich jetzt der ein oder andere. Im Grunde ist das absolute Tiefenporenreinigung. Und das gilt nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann. Max hat es auch schon ausprobiert. Max liebt es über alles, gerade wenn er irgendwie Jobs hat. Er ist ja Model, deswegen muss er ja, oder versucht er zumindest gut auszusehen. Und diese Behandlung hilft einfach dabei, das Hautbild auf Dauer zu ebnen und wirklich alles zu entfernen, was da nicht hin soll. Aber was passiert da eigentlich? Insgesamt gibt es bei dieser Hydrofacial 4 Aufsätze und die Behandlung insgesamt dauert so 30 Minuten. Und der fährt dann mit so einer Saugpumpe, die ganze Zeit, das kann man sich eigentlich so vorstellen wie, als würde man ein Glas vakuumieren auf der Haut und dann wieder lösen. Es ist nicht schmerzhaft, sondern es ist einfach nur so ein Saugeffekt, der am Anfang sogar ganz lustig ist, der dabei hilft, wirklich allen möglichen Mist von deinem Gesicht zu entfernen. Der erste Aufsatz ist Peeling, der zweite Aufsatz enthält Glukosesäure, um einfach jeglichen Schmutz aus den Poren herauszusaugen. Und das ist immer nur schön, wenn man alles herausgesaugt und bleibt nicht auf der Haut, es bleiben keine Rückstände. Der dritte Aufsatz extrahiert dann alle Mitesser quasi, alle kleinen Pickelchen, die man so hat. Der vierte Aufsatz und der mir persönlich liebste Aufsatz ist antioxidantisch und sorgt dafür, dass die Haut verschlossen wird, wie quasi eine kleine Folie über die Haut gelegt wird und einfach quasi so ein bisschen mit Hyaluronsäure aufgeplustert wird. Das ist dann immer so der Überraschungseffekt am Ende. Da zeigt dir dann der Kosmetiker alles, was in deiner Haut war. Und das Trübe kommt tatsächlich ausschließlich aus der Haut. Da sind dann auch eben kleine Pickelchen etc. drin. Und das bleibt aber alles in der Flasche. Und das war vorher auf eurer Haut. Am Anfang müsst ihr das auch nur einmal im Monat machen. Und mit der Zeit reicht es dann sogar einmal alle 3 Monate. Also von dem her ist es wirklich zeitintensiv und kann man sich definitiv auch einrichten. Wenn wir gerade beim Gesicht sind, ich habe das schon mal in einem Facebook-Video tatsächlich angesprochen, dass ich meine Augenbrauen manchmal nachziehen lassen muss, beziehungsweise nachpigmentieren lassen muss. Man kann quasi kleine Härchen nachimitieren, indem man sie quasi unter die Haut setzt. Das sind keine echten Haare, sondern das ist eben tatsächlich Farbe, sehr gut hautverträgliche Farbe. Und damit wären wir auch wieder beim Thema Zeitersparnis, weil man dann wirklich nicht jeden Morgen erstmal aufstehen muss, um seine Augenbrauen zu bürsten und nachzuziehen, sondern diese Farbe hält einfach jahrelang und es ist so eine Art permanent Make-up, ohne nach Make-up auszusehen, weil es wirklich einfach natürlich nachgestrichelt wird und man sieht es zu 100% nicht. Was ich auch unbedingt immer mal ausprobieren wollte, beziehungsweise auch Max immer ausprobieren wollte, ist dauerhafte Haarentfernung. Es gibt ja bestimmte Körperteile oder Körperregionen, da möchte man nicht unbedingt Büschel haben. Nennen wir das Kind einfach mal beim Namen. Deswegen gibt es gerade für Frauen eben unter den Achseln Möglichkeiten, die für immer verschwinden zu lassen. Und auch beim Mann auf der Brust oder am Rücken, wo man, also das ist ja immer Geschmackssache, aber gerade am Rücken finden das Frauen, glaube ich, nicht so sexy. Und man kann sich ja schlecht überall entweder dauernd rasieren oder überhaupt rasieren. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll. Ich habe ja Gott sei Dank keine. Wer weiß. Es wird nur ein bisschen warm, es tut überhaupt nicht weh. Es ist wirklich sehr viel schmerzfreier, als ich mir das gedacht hätte. Ich dachte, Laserbehandlung und Haare entfernen und verbrennen muss ja irgendwie wehtun. Mir ging es bisher immer gut und ich kann es euch sehr empfehlen, falls ihr darüber nachdenkt. Bei Babu und Flo seid ihr definitiv in den richtigen Händen. Last but not least, ich habe auch damit angeteased quasi meine Fingernägel. Da bekomme ich wirklich immer die meisten Fragen dazu. Mein Nagellack, ich schwöre es euch, hält 3 Wochen. Und nein, das ist dann immer die erste Frage, die gleich kommt, es ist kein
Gel. Es ist nicht quasi auf dem Nagel jetzt fest drauf und kann nicht mehr gelöst werden, muss abgefeilt werden. Das hatte ich früher, mache ich aber jetzt nicht mehr, weil ich dadurch wirklich Probleme bekommen habe. Mittlerweile nehme ich nur noch Shellac. Wenn überhaupt, dann schlägt man sich mal eine Ecke weg, dann kann man aber gleich wieder in den Laden gehen und die ersetzen einem das komplett umsonst. Also auch ein super Service. Ein normaler Nagellack hält bei mir ungefähr 2 Tage und dann blättert er schon wieder ab. Ich bin ja jetzt relativ schnell durch alles durchgegangen. Falls euch irgendeine Behandlung noch näher interessiert oder falls ihr irgendwie noch Fragen habt zum Thema dauerhafte Haarentfernung, da könnte ich mir vorstellen, dass es einige gibt, oder auch zum Microblading von den Augenbrauen, schreibt mir einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Und das nächste Video kann ich jetzt schon mal verkünden, wird auch sehr spannend, denn es geht endlich um meine Haare. Und ihr seht dann, wie ich ohne Extensions aussehe. Das habe ich euch ja versprochen. Ich habe es gefilmt, ich gebe es zu.